Moment mal, wo sind denn Leoparden? Ach. Nee, Nummer 3. Fail. Scheiße. Hä, hey, was hab ich denn da gemacht? Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Wir machen weiter die Vorquest, würde ich mal sagen. Und wir müssen jetzt erstmal, wo waren wir denn? Bei Teil 1 sind wir stehen geblieben, ne? Einsamer wieder Besitztümer. Seltsamer Gürtel brauchen wir. Okay. Dann schauen wir mal, wie schnell wir die down bekommen. Gut, auf jeden Fall ein bisschen schneller. Ich habe mir jetzt endlich geschafft, den 114er Stab auszuleihen, sodass wir ein bisschen mehr Damage machen und es auf jeden Fall bequemer ist, ne? Weil ansonsten einen ganz normalen. Achso, das ist ein Mastodon, okay. Weil ansonsten dauert das ja ewig, bis wir da endlich fertig sind. So, holen wir uns ja mal direkt 3 Stück. Guck mal. Oh, jetzt bin ich den Falschen anvisiert. Hallo? Hallo? Inferno nicht abbrechen? Nein, böse, böse. Okay, aber es läuft auf jeden Fall ganz gut. So, wir brauchen wohl einen ungeöffneten... Nee, Gürtel. Wir brauchen einen Gürtel. Aber der Gürtel, der möchte nicht so droppen, wie ich es gerne möchte. Gut, das ist aber trotzdem das kleinste Problem. Solange wir hier wieder nicht sterben... Vor allem, wie viel Prozent haben wir schon? 3%! Geil! Da haben wir den Gürtel. Das heißt, den Gürtel nehmen wir mal auf, geben ab. Und dann schauen wir mal, wie lange wir noch brauchen mit zur Vorquest. Ich würde mal sagen, ich mache mal nebenbei nochmal kurz die Database auf. Wäre, glaube ich, ein bisschen bequemer. Damit ich weiß, was wir hier überhaupt noch gleich machen müssen. Fiesta Online Database, da haben wir die auch schon. So, um die Uhrzeit macht leider keiner Shady 2020 Video. Was ein Wunder. Wir haben Freitag, 9 Uhr. So, dann weiß ich, dass wir gleich einen Teil 2 annehmen müssen. Guck mal hier. Passt doch perfekt zusammen. Von den Schluchtern Mastodons. Okay, da sind jetzt diese komischen... Oh, wie hießen die denn früher? Wie hießen die denn früher? Das ist eine gute Frage. Die Tiere da. Die sehen aber so ähnlich aus, oder? Warte mal, wo sind die denn? Da. Wie diese Steinzeittiere. Wie hießen denn die Steinzeittiere? Ich weiß es nicht mehr. Ach komm. Egal. Vielleicht fällt mir dieses Wort irgendwann mal ein, aber... Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall nicht. Da habe ich keinen Plan. Wie die hießen. Mit einem großen... Mammut. Mammut? Kann es sein? Mammut? Da bin ich jetzt leicht überfragt. Ganz leicht. Gut, beide schaffe ich nicht, außer ich mache das so. Dann treffe ich beide. Ja gut, das ist halt hier eine kleine doofe Verteilung. Ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht mittendrin. 2,8. Ich glaube, einmal Miss reingehauen. Genau, eine Halskette bekommen wir ja von denen. Ich wollte gerade schon sagen. Da ist eine Halskette von Halskette mit Babyanhänger. Okay. Was denn für ein Babyanhänger? Erstmal gleich anschauen. Das ist aber kein Babyanhänger. Da seine Schönheit. Er hat ein Waschen offenbart. Okay. Mit Babyanhänger. Als ob da jetzt so ein Baby dranhängen würde, weißt du? So, schön mit Kaffee. Hallo? Ich habe mich reingebackt. Schön mit Kaffee am Morgen. Man kennt es ja nicht anders. Das auf keinen Fall. So, wir geben die Quest einmal ab, wir nehmen die neue Quest einmal an. So, und gerade mittendrin kam natürlich das Telefon. Warum auch immer. Also, wir machen jetzt Teil 3 und zwar mal die Lip. Das passiert, wenn mittendrin einfach mal die Werbung anruft. Und ganz zufällig, dieser scheiß Telefon mein Zimmer ist. Schneide ich raus, irgendwie. Ansonsten hört man das, ist ja glaube ich auch nicht so schlimm, wenn man das mal ein kleines bisschen mittendrin noch hört. Aber diese Werbung, ne? Übel. Übel. Richtig übel. So, wir gucken mal, dass wir... Sind hier nicht normalerweise 3 Schluchtenwölfe? Leoparden, würde ich schon sagen. Ich glaube, da hinten ist noch der eine, oder? Kann das sein? Ja, ne? Ja, doch, würde ich mal sagen. So, dann sind wir schon mal bei Teil 3 gelandet. Immer noch nur 1. Ansonsten alles nur rot. Mensch. Ich glaube, ich müsste mal hier öfters eine Stunde aktiv sein, aber nee. Nee, nee. Nein, nicht weglaufen, nicht weglaufen. Oh, nö. Warum läuft er weg? Komm bitte zurück, komm bitte. Dankeschön. Da läuft der Knallhart erstmal weg. Gibt es denn nicht noch einen anderen Spot? Aber wir brauchen noch von den... Brauchen wir die? Hä? Warte mal. Leopardenfell. Moment mal, wo sind denn Leoparden? Ach. Nee, Nummer 3. Fail. Scheiße. Hä, was hab ich denn da gemacht? Leopardenfell, das sind die da, das sind die Shellers da hinten. Und was mache ich hier? Ganz, ganz merkwürdig. Das sind Hauptsache, das sind diese Viecher hier. Und ich reite, weil ich gelesen habe, zufällig Shellers. Ja, und Shellers bekommst du Leopardenfell. Merkwürdig.
anstatt die Schellerfell zu nennen oder irgendwie sowas. Dann gucken wir mal, wie gut wir die Daumen bekommen. Ich glaube, jetzt zacke ich hier gleich völlig rein, aber ein Versuch ist es wert. So, ich habe gehört, die Nova backt nicht mehr so rum. Es läuft doch. Ja, guck dir das doch mal an. Wir schaffen locker 10 Stück. Also die WDH, die können wir auch von alleine machen. So ist es ja nicht. Ich habe gehört, die geben auch gut Geld. Ey, das ist doch wirklich so. Wir können die WDH alleine machen. Wenn man sich das so anguckt. Und das ohne Amus. Yippie. Hi, hey. Gut, ich weiß gerade nicht, was das war. Aber okay. Das ist schon mal geil. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Dass wir die schaffen. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und das hieße, wir können die 2020 WDH ganz locker alleine machen. Großartig. So, dann haben wir das hier eben rein. Dann sprinten wir nach vorne, hauen die Nova rein. Ja, guck doch, es läuft wie am Band. Schon wieder. Und das ist dann wohl, genau, das ist wohl der Shiny Mob. Hat der was Schönes gedroppt? Das Vita T6 können wir ab 125 benutzen, ne? Ja. Ja. Aber doch, da haben wir ein Leopardenfell bekommen. Aber das ist mager. Das ist sehr mager, was wir hier bekommen. Aber okay, in Ordnung. Dann holen wir uns einfach mal Bera, weil Bera die nächstgrößere Stadt hier in der Nähe ist. Und vielleicht müssen wir da irgendwas hin und wieder abgeben. Kann ja sein, kann ja sein. Also irgendwie bin ich gerade voll stolz, dass wir die alleine schaffen. Weil wenn ich überlege, Mechaniker, das hat... Nee. Die haben ja einfach null geschafft. So, Chaka. Nova drauf. Teleport nach hinten, Inferno rauf, dann haben wir den weg und den haben wir genauso weg. Dann muss ich mal schauen, Leopardenfell irgendwo? Nee. Was ist denn das eigentlich für eine doofe Quest hier? Jetzt mal ehrlich, was ist denn das für eine doofe Quest? Gehört die überhaupt zur Vorquest dazu? Ja, bestimmt, ne? Die gehört dazu. Aber ich verstehe nicht, warum die so schlecht droppt. Gut, dass hier, ja wobei, wenn das einer die WDH gemacht hätte, hätten wir uns ja einfach anschließen können. So, Moment, einmal kurz nach hinten rennen. Laufen die eigentlich auch zurück, wie die Mastodons und so weiter, die ganzen Tierchen da hinten? Das weiß ich gerade nicht. Das war jetzt Selbstmord. Aber, hat noch geklappt. Jo, hat auf jeden Fall noch geklappt, gut. Und ich dachte jetzt, ich sterbe hier gleich weg. So, das ist wieder ein wunderschöner Shiny Mob. Ja gut, der kann, ja, der haut mir rein. Der haut mir auf jeden Fall rein. Leopardenskin haben wir. Da war gerade ein Crit. Geschickt T6, muss ich mal schauen, ob die was wert sind überhaupt. Aber ich glaube, wenn die wieder so oft droppen wie die anderen Sachen, dann sind die wieder null was wert. So, komm schon, droppt mir doch ein bisschen Leopardenfell. Ich brauche euer Fell. Es kann doch nicht so schwer sein, ein bisschen Fell zu droppen. Jetzt mal ehrlich, weißt du, die haben gar keinen Bock darauf, aber ich habe auch gar keinen Bock auf die. Wenn ich überlege, ah, ja wobei, uns ist ja aktuell egal, ob wir im Endeffekt alle mitnehmen oder nicht mitnehmen, weil wir die Quest ja oder die WDH noch nicht brauchen. Min Kills. Chuck, dann haben wir hier schon mal einen Fail. Das war Fail. Ich hasse Shinies. Die wunderschöne Vorquest. So. Der ist tot. Das heißt, wir haben hier einmal ein Leopardenfell. Da haben wir ein Reisbällchen. Was haben wir hier noch so Schönes? Nee, nix. Dann möchte er trotzdem in die Gruppe, wenn er die Shellers braucht. Was ist er? Oh. Was ist er denn? Der ist ein, ja gut, ein Krieger. Naja, naja. Das schaffen wir. Doch, das schaffen wir auf jeden Fall. Dann nach hinten. Lol. Achso, ich dachte schon, die werden verbuggt. Okay, da haben wir noch ein Leopardenfell. Okay, wir brauchen zwei Stück insgesamt. Zwei Leopardenfels. Das ist ein Shiny. Weg mit dem erstmal. Konzentrieren wir uns einfach mal auf den einen. So, weg mit dem erstmal. Dann heißt, wir haben hier einmal ein Leopardenfell. Dann brauchen wir nochmal ein Leopardenfell, ne? Ja. Hat der zu viel eingedroppt? Nein. Den nehmen wir trotzdem mal mit. T6 nehmen wir auch mal zufällig mit. Nö. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wir brauchen 6 Stück. War da nicht einer? Nee, sah grad so aus. Waren bestimmt die Schuhe, die verpackt waren. Das kann doch nicht sein. Genauso wie kann es doch nicht sein, dass es so viele Shiny Mobs gibt. Das ist genauso ekelhaft. So, das haben wir. Nova haben wir auch. Hallo? So. Fail. Nova ist scheiße platziert. Das ist direkt ein Shiny Mob. Guck dir das doch mal an. Oder doch nicht. Hätte ich es gerade gedacht, weil... Naja, jetzt laufen die natürlich weg, ne? Nicht weglaufen. Ne, hier ist auch kein Leopardenfell. Das heißt, ich brauche...
brauche. Die. Nee. Den will ich nicht haben. Ich will den da hinten haben. Wobei ich mache beiden so kaum Damage. Gut, das heißt kaum. Wenig Damage. Wenig Damage ist das richtige Wort. Ich sag's so, der Gladi, der könnte uns ja eigentlich in die Gruppe einladen, aber wenn ihr möchte, dann nicht. Nur noch einer. Komm, haben wir da. Ey, auch kein Fell. Was? Ich verstehe das nicht. Warum droppen die nicht den letzten Fell? Es kann doch nicht so schwer sein, ein Fell zu droppen. Den Helm nehmen wir einfach mal mit. Oh, nix. Nix, 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 nö. Okay. Dann haben wir da wieder nix. 5 von 6. Immer noch. Achso, wir sind gestorben, deswegen. Ich wollte gerade schon sagen, warum hat sich das Ganze auf 56 Minuten wieder erhöht? Gut, wenn man stirbt, dann passiert das halt. So, dann jetzt wieder einmal kurz Dings da draufhauen. Einmal kurz Nova draufhauen. Wegzwinkern. Inferno. Wo sind eigentlich die Brückenwächter da? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Die machen doch im Endeffekt nichts, oder doch? Ah, okay, doch. Jetzt macht er was. Ich wollte schon sagen, weil irgendwie war ich gerade verwirrt, was die überhaupt machen. Aber die greifen auch an, die Mobs. Ich glaube, die greifen doch den Greifvogel an. Wie heißt denn der Greifvogel? Leopardenfell? Nö. Das kann doch nicht sein. Doch, da haben wir ein Leopardenfell. Sehr schön. Das heißt, wir können die Forecast abgeben. Oh, wie heißt nochmal dieser Riesenvogel, der hier immer rumläuft? Weiß ich nicht mehr. So, das heißt, wir haben die Quest abgegeben. Ein Geschenk für Jay. In Ordnung. Können wir den jetzt abgeben, oder? Ja, okay. Ich dachte schon, wir müssen wieder ein Leopardenfell kloppen. Nee. Das wär's noch. Guck mal, hier haben wir schon 5%. Geil. So, dann geben wir mal die Quest kurz ab. An Jay. Und dann schauen wir mal. Dann müssen wir, glaube ich, nochmal eine Quest bekommen. Und dann erst bekommen wir die 2020 WDH. Immerhin. Das heißt, wir haben einmal Jays Kollege und einmal hier. Das heißt, wir müssen Jays Kollegen, ne? Genau, Jays Kollegen einmal anklicken. Dann nochmal hier die Quest annehmen. Die Lügengeschichte. Können wir die auch sofort wieder abgeben? Ja. Und dann kriegen wir die WDH. Endlich, okay. Das heißt, dann geben wir die eben ab. Jetzt haben wir doch 7% plus nochmal. Wenn wir die abgeben, bekommen wir nochmal ein bisschen mehr. Das ist schon mal schön. So, dann geben wir die einmal ab. Zack, zack, zack. Haben jetzt immer noch 7% leider. Und hier ist schon auch die Vorquest. Oder ehrlich gesagt, einmal kloppen, dann hin und her laufen. Dann haben wir die ganze Zeit vor Ort. Perfekt. So. Und ich würde dann auch mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann da und dann nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und damit würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, mein Video zu kommentieren vor allem. Ja, auf jeden Fall. Vergesst zu kommentieren. Vergesst auch nicht, aber meinen Kanal zu abonnieren. So. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Oder Livestream, je nachdem. Haut rein.